Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Noxy und der Nero. Yo, Hallöchen. Servus. Videos, Kanäle findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mal drauf gucken und mal liken und so ein Zeug und kommentieren und das ganze Zeug. Wird alles dazu gemacht. Alles. Ja, also ja. Zurzeit leckt ein bisschen der Server, liebe Freunde. Falls ihr euch wundert, dass ich hier Steine abbaue und die bleiben aber noch stehen. Ja, damit kommen wir jetzt klar. Aber auch ja, nur beim Onkel. Ich hätte mir auch Entschuldigung wegen den abrupten Abbruch vom letzten Part. Aber ist halt, ja, Rechner abgestürzt. Ging nichts mehr. ist halt zu Ressourcen. Ich hätte jetzt so eine Idee, wenn ich das hier gerade so alles sehe. Wie wäre es denn? Kann mal irgendjemand herkommen? Ein Bauer von euch? Ja. Wie wäre es denn, wenn wir irgendwie das Portal mit in unser Gebäude so mit reinmachen irgendwie, keine Ahnung. Kein Problem. Dass wir so, eine, so Stufen nach oben und dann in das Portal so einfach so... Können wir machen. Aber ich würde sagen, dann lassen wir das trotzdem noch ein bisschen natürlich rausschauen. Dass man von unserem Haus da hochkommt, weißt du? Ja. Wieso baust du es jetzt weg? Weil ich dachte, wir wollten auch die Steine genommen. Außerringen Holz und inneren Steine, oder? Das liegt an dir. Ich kann ja auch nochmal eine Reihe Holz setzen, also komplett so. Ja, mach das mal, das sieht schön aus. Dass wir nur innen drin denn die Steine haben. Cool, das gefällt mir. Ui, wow. Was sag ich mit der Decke? Decke mach mal Stein, ne? Holz. Ne, Dreck. Das können wir machen, wenn wir ja das Portal dann quasi irgendwie dann in unser Gebäude integrieren wollen. Bauen wir uns die Treppe da hoch. Wird sich, denke ich mal, wir können oben einen Schlafsaal drüber machen, über die Lage. Oh ja. Ja, müsste einer sogar hinpassen. Finde ich gut. Wer weiß, was dieses schöne Spiel hier noch alles bringt? Alles. Alles, was das menschliche Auge zu Vermögen vermag. Man sieht ja jetzt noch nicht, was wir unter der nächsten Stufe in der Werkbank basteln können, ne? Also. Richtig. Weil wir brauchen immer noch Eisen dann, ne? Ja, guck mal, das sieht doch ein bisschen natürlich aus, oder? So, die Seite jetzt. Das sieht Bombe aus. Das sieht richtig cool aus. Das gefällt mir. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt schon mal darauf vorbereiten, dass die nächsten Parts erstmal ausschließlich Bauparts werden. Weil ich will wenigstens das Feld umrahmen und das dauert noch ein ganzes Stück. Ihr seht ja, ich will erstmal noch den Felsen hier weghacken. Was ich jetzt vorhabe, hier ganz kurz, um das zu zeigen. Ich will hier einen Rand drüber. Das wird hier bis hier rüber, bis hier abgebaut. Baue ich alles ab. Dann zäune ich das alles ein und dann wird das alles Feld hier vorne. Und hier tun wir vielleicht noch ein bisschen angleichen. Guck mal deine Parasiten hier weg. Achso. Ich dachte, was macht er denn dort? Ich hab dir ziemlich gerade zugeguckt. Ich dachte, hä, was macht er denn? Oh, warst du schon fleißig, Onkel. Sehr schön. Möchtest du nachher die Ebene noch anheben hier? Das hier wird da alles angehoben, ja. Das wird alles auf die Höhe hier gebracht. Okay, cool. Ne, gefällt mir. So, so. Hat er gut gemacht. Ja, super sehr. Ich baue deswegen so großräumig, weil, wie gesagt, so viel Ressourcen, so viel Sachen hier noch gibt und neu zu entdecken. Wir brauchen dann den Platz ja auch. Und dann fängt man dann wieder an, nochmal irgendwie neu zu bauen. Deswegen denke ich jetzt gleich großräumig und dann brauchen wir das nächste Mal bloß noch anpflanzen, weißt du? Oh. Ich bin jetzt bald runtergeflogen. Uiuiui. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal schon mal an, ein bisschen mit angleichen hier. Okay. Was machen wir? Nox? Ja? Ich glaube, diese komischen Würmchen, die kommen sogar durch Stein. Sicher? Ich bin nämlich gerade unten in der Ruine drin und kam da gerade durch Stein. Das ist ja ungemütlich. Oder vielleicht ist da zu dunkel? Ich weiß es nicht. Bekomme jetzt aber auch irgendwie gar keine diese Steine wieder, wo ich davon für den Rand benutzt habe, weißt du? Ja. Bekomme irgendwie gar keine mehr gedroppt. Ich guck mal. Also wenn wir die dann herstellen können, dann müssen wir sie eventuell herstellen oder mal irgendwann. Oh, Alter! Hä? Oh, Herzinfarkt! Wieso? Ich dachte, von hinten kommt was! Mann! Ja, ich!
vielleicht hier unten noch die Möglichkeit. So. Und hier, das machen wir dann auch noch raus. Okay. Brauche ich erstmal keine Angst haben, runterzufallen. Genau. Noch ein Rausfallschutz. Ein Rausfallschutzgitterfunktion. Ja. Wenn es bei Babys hilft, dann hilft es bei uns auch. Ja, und das Wort findest du auch nur in Deutschland. Hilft auch beim Onkel. ich weiß nicht. Ein Onkel ist doch ein bisschen schlauer als ein Kind. Rutscht nicht aus. Ansonsten nehmen wir halt diese Steinziegelblöcke als Umrandung. Ja. Also falls ihr hier irgendwas findet, was sich als Gehweg eignet oder so. Rollator. Steinziegelblöcke. Ja. Ja, wenn ihr die nicht braucht, dann bringt die mit. Ne, wir brauchen ja nur den Boden vom Lager und weil die oben sehen machen wir sowieso cool wieder aus. Wie so Pflastersteine sehen die aus. Wie gesagt, ich würde dann gerne auch noch einen Weg machen hier so. Und die, Felder, und die Felder dann sozusagen abgrenzen, dass die Felder wirklich, dass cool, da cool. Möhren stehen, dass da das steht und dass das nicht alles in einem Feld steht. Alles klar, bringen wir mit. Ja. Da brauche ich, halt, brauch ich halt viel. Oh, keine Sorge, die Burg hat genug. Ich baut wirklich gerade die ganze Burg ab? Ja, klar. Nein, niemals. Also wir würden sowas niemals machen. Nur der Nero. Genau, Nero ist schuld. Ja, er hat mich dazu angestiftet. Er hat gesagt, ich kriege einen Lutscher. Einen Dauerlutscher. Das muss sowieso irgendwann weichen, also daher. Vielleicht hat Nero, vielleicht hat Nero zu dir auch gesagt, du darfst dann auch lutschen. Du darfst dann auch Dauerlutschen. Oh Mann, ey. Nur wer bläst das Schuh, mein Freund. Du was? Dann wurde mir gesagt, ich kriege einen Hotdog. Hast du schon mal so einen kleinen Hotdog gesehen? Ja. Oh, Alter, bei meinem Hotdog. Der Kinderhotdog bei Ikea für 50 Cent. Ja, so macht er auch. Aus dem Onkel. Er kann ja auch nichts dafür. Er ist halt in eine Waschmaschine eingegangen. Ach ja, Kinders, ich mag euch. Ja, selbst schuld. Ne, geht mir aber auch so. Alter Schwede, 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 alter Schwede. Was hat eine alte Schwede damit zu tun? Der stinkt. So. Ich glaube, das dürfte man erreichen. Ja. Ich muss sagen. Das sieht total episch aus. Guck mal, wenn du die gesamte Wand abgetragen hast und da geht's einfach in eine Höhle rein. Hinter dir. Wow. Yo. So, jetzt sind wir hier. Kommst du hoch? Ist das episch. Nero? Ja? Kommst Hallo? Du hoch? Bin doch da. What the fuck? Willst du mich verarschen? Weißt du, ich baue hier nebenbei die Treppe ab, weil ich dich ärgern will. Und dann kommt der Arsch aus der Wand. Das ist doch nicht wahr. Geil. Alter. Ich so, gleich kommt er. Auf einmal geht die Wand neben mir kaputt und dann guckt er. Hallo? Hast du mich vergessen? Du hast doch diese schöne Höhle entdeckt. Was? Vor unserer Spielpause hat mir auch Ravania schon wieder geschrieben. Der hat langsam wieder Sehnsucht, weil wir heute zocken. Heute ist ja eigentlich Samstag. Da ist ja eigentlich. Also bis jetzt, seitdem ich Ravania kenne, haben wir Samstag immer zusammengezockt. Hat ja gut funktioniert. Und jetzt hat er doch Sehnsucht gehabt, der kleine Ravania. Er wird mal wieder gestreichelt werden. Wieso habe ich nicht eigentlich ein Bild von dir? Immer EP? Weil ich hier nebenbei alles kill. Achso. Ach, wie komme ich denn jetzt hier oben drauf? Daran habe ich jetzt auch nicht gedacht. Essex.
Aua. Ach, es wird schon wieder dunkel. Ich wollte gerade sagen, wird es denn schon wieder dunkel? Weil die sind gerade bei uns. Ich hätte gerne noch einen Geschützturm oder sowas. Ich bin mal gespannt, ob sie hier noch Sachen interpretieren. Ach, bestimmt. Yay, Stufenaufstieg, Level 12. Cool, Rezept. Jawohl. Ja, dadurch ich jetzt hier nur abbaue und baue, kriege ich natürlich nichts. Doch, du kriegst alles, was wir totschlagen. Ja, aber nicht so viel. Ich bin doch ein Teil davon. Oder? Mich muss da nicht fragen, ich hab doch keine Ahnung. Halt mal was töten und dann gucken wir mal, wie viel EP ihr bekommt und wie viel EP ich bekomme. Ja, warte kurz, ich... Nero, magst du mir helfen? Weil sie sitzt hier noch eine Stunde dran. Ach so, die anderen Steinchen da. Ja. Also ja, zumindest du bis vorne, also den Zwischengang plus die ersten beiden können wir ja so lassen, aber... Wieso, halt lassen wir die nicht drin und füllen erstmal auf und dann später, Weil zu wenig ist. Sieht doof aus. Aber wir holen ja noch welche. Ja, aber ich will schon einheitlich haben, sonst find ich das doof. Okay. Boah, also brauchst du ewig lang bei den Drecksingern. Ruinensteinblock heißen die, genau. Oh Mann. Ich würde halt sagen, bis vorne zur Ecke, also noch die zwei. Da haben wir noch einen schönen smoothen Übergang und dann. Diese Gehsteine, was ihr sagt, die Gehwegsteine. Oder soll ich Holz nehmen? So ein Holzweg? Das wirkt halt sehr nach Stardew Valley, aber okay. So, pass auf, wenn ich den aus Schlag kriege ich. 143 EP. Wie viel habt ihr? Hab ich auch bekommen. Ja, hab ich auch. Wie schon gesagt, du kriegst 100%. Ah, das ist ja cool. Onkel? Ja. Ganz kurz, ich möchte nur was zeigen. Kiste. Also, diese Steine, wo wir nehmen, kannst du die hier nehmen. Okay. Ja, je breiter du wirst. Und dann entsprechend, Die hat mehr hier vorne. Ja, genau, so. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Oh, das ist ja cool. Das sind jetzt diese Steinziegelblöcke, wo wir haben. Da haben wir genug von. Ah, da müsste ich ja mal 4 machen, ne? Ja gut, kannst du das ja nicht. Aber ich hätte schon gern bloß 1 gemacht, weißt du, weil sonst nimmt das zu viel Feldweg weg, oder? Soll ich 4 nebeneinander? Obwohl, das sieht geil aus. Wenn ich du 2 nebeneinander machst, dann hast du ja diese... Ja, eben. Pflaster-Effekt. Ja, die mache ich schon. Wir haben noch... Die werde ich wahrscheinlich nehmen. Also, falls du nochmal brauchst, hau sie draußen mit in die Kisten rein. Und der Vorteil ist, jedes einzelne Dungeon hat halt diesen Effekt. Also hat diese Steine. Diesen Effekt, ja. Ich pack die mal 200 draußen hin, ne? Ja. Damit. Die Burg hat ja noch ein paar davon. Also 2-3 Stück. Vielleicht. Eventuell. Aber nur vielleicht. Die Ruinensteinblöcke, die gefallen mir halt, aber das sind halt Püs. Was Püs? Es ist halt, was ich halt doof finde da dran, ist halt wirklich, dass du 2 nebeneinander setzen musst, dass du den Effekt hast. Ja. Ja gut, sonst hast du halt nur einen Rand, ne? Eben. Ist aber nicht schlimm. Bin ich zumindest jetzt. Gut, er kann ja auch Holzblöcke nehmen. Nee, nee, halt... ich nehme das schon mit den Steinen. Das kriegen wir schon hin. Dann haben wir halt. Na, guck mal, ich habe hier einen. So. Ja, du hast halt direkt. Du hast halt direkt so ein. Ach nee, das sieht langweilig aus. Das sah das mit den Steinen schon cool aus. Okay. Alles klar.
Tja. Aber was ich an dem Bohrer echt blöd finde, ist, dass du so nah dran stehen musst. Er ist halt ein Bohrer. Der hat halt keine Reichweite. Ja, da unten, ich habe auch hier eine Spitzhacke und kann 3 Kilometer weit hacken. Das wird bestimmt noch geändert, hundertprozentig. Nein! What the fuck? Entspannt euch mal hier, ihr Pupsgesichter. Was ist das? Oh Gott! Hier im Garten sind nur gerade 4 Elektro-Fuzzis. Nee? Doch, 4. 4. Oh, Level 1 Ritter des Frosts. Huch. Ist da jemand verwirrt? Nein. Ist da doch richtig geil, also wie so ein kleiner Trichter, er ist alles weggenommen. Nein! Ich dachte, du wärst runtergefallen. Gott, ohne Scheiß, bei Terraforming kriegst du echt ein richtig krasses Minecraft-Feeling. Oh ja. Boah, Alter. Wie viele Jahre ich da drin verbracht habe. Minecraft? Verbringe ich auch gerade wieder Zeit, sehr viel Zeit. Ich habe ja auch ein Let's Play laufen mit Minecraft. Okay. Live in the Woods, oder was? Ja. Mit dem lieben C des Bins. Was ist denn eigentlich mit dem Live in the Woods jetzt der Unterschied zu den normalen, was früher war? Haufen ist ein Modpack. Mods, Haufen ist ein komplettes Mod-Paket. Aber richtig viel. Okay. Kannst Haufen Rezepte hast du und Haufen Sachen, die du noch extra anbauen kannst und neue Blöcke, neue Formen, neue, ach, alles mögliche. Komplette Waldtextur. Okay. Neue Biome und... Aber egal, jetzt geht's nicht um Minecraft, jetzt geht's um Portal Knights. Lustig. Es ähnelt aber gerade sehr Minecraft. Niemals. Ach, ich musste da vorne deine Fackel apropos wieder wegmachen. Wegnehmen, was ist, falls du noch nicht gemerkt hast. Nee. Weil, weil ich so weit unten war, dass das, guck mal, wie wenn du hier drinnen stehst, wie unangenehm das ist, wenn du hier auf den Boden guckst, weil das so nah dran ist. Siehst du das? Mhm. Vielleicht einfach weniger Fackeln machen. Das ist nicht mal so extrem unangenehm. Guckst du? Ja. Oder wenn du diese komischen, was ich da auf dem Dach stehen habe, diese Käfige, Gedöns, Fackeln, Ständer. Ach, was wird wieder hell? Grill, genau. Ich bin ein Grill. Aber wenn wir eh schon beim Thema Minecraft sind, ich bin froh, dass es hier keine Creeper-Variante gibt. Vielleicht noch nicht. Nein. Bitte nicht. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Bei dem Spiel. Ja, aber ich mag keine Creeper. Du bist in der Höhle, bist froh, dass du rausgekommen bist. Gerade so. Also 1% live und dann kommt ein Creeper um die Ecke und sagt, hallo, ich möchte mit Ihnen über Bomben reden. Tschüss. Oh, ein fliegender Grill ist auch okay, oder? Na klar. Super. Ich begeistert sein. So, mal gucken, wie weit der Nox jetzt hier ist. Hallo! Ach schon. Ich würde sagen, das machen wir bündig mit der Wand und dann gib ihm. Dann setzen wir hier oben noch eine komplette Holzwand hoch. Und ich muss sagen, ich schicke mir das 2 hoch machen. Ne, 3 hoch. Da haben wir auch wieder einen kleinen Türrahmen. Da müsste es auch passen, dass wir das Portal oben nicht ankratzen. Da bauen wir uns noch eine kleine Leiter oder sowas da hoch. Oder haben wir ein kleines Gemäuer. Das Coole ist, beim Bauen gehen so viele Schleifsteine krachen. Das ist Wahnsinn. Ich mein, gut, dass du sagst. Falls ihr also mal Zeit habt. Ach so, nee, das kann man sich selber herstellen mit Steinen. Ja, ja. Obwohl, ich habe ja keine Steine, ich mache ja die ganze Zeit Erde.
Wir haben genügend Steine da. Ich überlege gerade, wie weit ist es denn nach da noch? Vielleicht baue ich auch kleiner nach da rüber und dann... Oh, nee, das ist zu weit. Nö, das mache ich nicht. Das wird jetzt hier noch angeglichen mit der. 2 hoch, du müsstest 3, das heißt, du müsstest auf so Wert kommen. Ja. Du weißt schon, was du da machst, ja? Ja, ist alles gut. Das ist super. Der Berg wird halt nur ein bisschen minimiert dabei, aber sonst ist alles gut. Alles gut? Ja, das hier ist die Oberkante. So hoch muss man kommen. Was machst du da? Ach so, ja, warum nicht? Ja? Wenn es schon mal da ist. Wenn uns das Spiel die Möglichkeit bietet, das zu tun. Ey, das ist so krass, ich kann von hier hinten bis da vorne durchschlagen. Das spart auf jeden Fall Zeit, ne? Oh ja. Ach, wenn der Bohrer jetzt noch so eine Reichweite hat. Das wäre cool. Habt ihr jetzt auch einen Bohrer an der Hand, oder? Nein. Der hat mir zu wenig Reichweite. Nee. So ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Aber mir hilft doch gerade sehr, weil ich ja großflächig hier wegmache. Und das ist schon okay. Ja, wenn du 3 Meter Reichweite hast, ist das eh Wurst. Beziehungsweise wenn du nicht mehr brauchst. Ich weiß ja, genauso wie Minecraft, Alter. Man baut sich kein normales Haus, man höhlt erstmal einen Berg aus. Also war zumindest bei mir immer der Fall. Wie war denn das bei euch? Baumhaus. Direkt ich am Anfang. Direkt am Anfang. Höhlkinder ist. Nö, ich. Ich muss sagen, Minecraft ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich jetzt wirklich oft gespielt habe, weil ich dann eben lang dran spiele. Deswegen. Ja. Also bis jetzt hatte ich einmal mir einen Felsen ausgehöhlt, aber ansonsten muss ich sagen, die restlichen Male bin ich immer über die Map gewandert, stundenlang, bis ich irgendwo eine geile Stelle gefunden habe. Kann man ja auch. Ja. Kann man sich sehr, sehr schnell drin verlieren. Eigentlich genauso wie hier. Nox? Ja? Wollen wir das Dach dann so weiterführen oder wie hast du das hier gedacht? Ja, warum nicht? Ich meine. Oder wollen wir ein neues Dach anfangen dann oder wie? Nö, Stroh sieht eigentlich ganz gut aus. Aber die Sache ist halt, ich dachte, wir wollten den Berg halt so ein bisschen hier reinfließen lassen. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen planlos von dem, was du jetzt hier gerade so überlegt hast. Ich hülle den Raum nur aus, die Außenmauern setzen wir dann neu hin. Aber meine lieben Freunde, der Part ist vorbei. Och. Oh, schon, ja. Ich will auch nicht aufhören. Ist besser für dich und deine Leitung. Für mich? Für mich und meine Leitung? Welche Leitung? Was? Ja, du sagst doch, als es leckt. Nein! Oh, sag ich doch jetzt schon. Guck, ist besser für dich. Alles klar. Onkel, warst du? Ach, war ich denn? Ach, ich war schon wieder dran. Oh Mann. Mhm. Geht gleich los. Ich will jetzt wieder. Nero! Sorry. War richtig. Ich dachte, ich hätte schon die letzte Reihe, aber da ist ja noch einer. Geil, ich kann dir sogar durch den Kopf hacken. Das ist krank. Warte, nochmal eine Reihe und dann schließe ich ab hier. Mhm. Mama, eine Folge noch, eine Serie. Mhm. Onkel, das zieht nicht. Was? Ja, wie ein Kind. Ja, ich guck die Folge noch fertig. So, meine lieben Freunde. Ja, die Leute wollen unbedingt jetzt erstmal aufhören. Nein, Gott, ist ja auch Zeit. Und hier oben sind alles Setzlinge, die hab ich. Hä? Kommen die denn dahin? Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch im nächsten Part auf jeden Fall wieder rein. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Morgen. Keine Ahnung, wann ihr das Video hier guckt. Prost dann. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.